Also, wir sind ja nicht nur am Ende von einem Jahr, wir sind ja da jetzt auch am Ende von einem Jahrzehnt. Und da haben wir einen ganz kurzen Abriss auf die Nullerjahre. Die Nullerjahre. Rückblick auf ein Jahrzehnt. Der Rütli-Schwur wird erneuert. Käfighaltung von Menschen in einem Glattfelder Container. Moritz Leuenberger ist seit 5 Jahren im Amt. Flugzeugausstellung in Kloten. Erste Nacktwanderer in der Schweiz. Eine wandert sogar bis in die Botschaft in Berlin. Experiment Expo wird abgebrochen. Die SVP kriegt leider einen ganzen Bundesrat. Ich bin jetzt leider Bundesrat. Moritz Leuenberger ist immer noch Bundesrat. Piero Esteriore erreicht in Istanbul 0 Punkte. Die Skinationalmannschaft erreicht in Bormio 0 Medaillen. Die SBB hat die Stromrechnung nicht bezahlt. Es ist mir unendlich peinlich. Bahnkunden sind verzweifelt. Aufgebrachte Zürcher realisieren, dass Moritz Leuenberger immer noch Bundesrat ist. Man empfiehlt mir, ich solle vorläufig mal eine Pause machen. Christoph Blocher ist leider doch nicht mehr Bundesrat. Piero Esteriore bekommt auch bei Ringier 0 Punkte. Moritz Leuenberger lehnt Rücktrittsforderungen von Gehörlosen ab. Der Zweitbeste wird zum Bundesrat gewählt. Personenfreizügigkeit. Die Schweiz wird von Holländern überschwemmt. Christoph Blocher unterhält sich ebenfalls mit Gehörlosen. Moritz Leuenberger fährt mit dem Klimaexpress in seine Zukunft als Bundesrat.